Das Bündnis gegen das Cyber Valley lud am Samstagmittag zur Kundgebung auf den Tübinger Holzmarkt ein. Unter dem Motto »Eine Wissenschaft für die Menschen, kein Cyber Valley« fordern die Gegner eine Zivilklausel für den Technologiepark und eine breite Debatte über Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz. Etliche Menschen hatten sich am Samstagmittag zur Kundgebung auf dem Tübinger Holzmarkt eingefunden. Kein Cyber Valley fordern die Kritiker, unter anderem auch Gemeinderatsmitglieder der Fraktion Die Linke. Wir kritisieren, dass es eine Vermischung gibt von ökonomischen Interessen. Es sind sogenannte Global Players da, wie Amazon, wie Bosch, wie die Daimler Group und ZF, die zum Teil auch rüstungsnahe Forschung betreiben, die keine tarifgebundenen Verträge machen mit den Wissenschaftlerinnen und Dienstleisterinnen. Und wir kritisieren, dass es keine klare Trennung gibt. Die fehlende Zivilklausel, sprich, dass die Forschung allein zivilgesellschaftlichen Zwecken dient, ist nicht da. Und es gibt auch kein Bemühen von Seiten der Verantwortlichen, diese zu installieren. Die Kritiker der Cyber Valleys betonen, dass sie keine Gegner der KI-Forschung, also der Forschung an künstlicher Intelligenz, seien. Wir sind dafür, weil künstliche Intelligenz, Robotik etc. kann einen unglaublichen Gewinn bringen, gerade für Menschen, die schwer chronisch krank sind und auch im Alltag zur Entlastung und Erleichterung. Wir sehen da überhaupt kein Problem, sowas zu betreiben, aber es muss öffentlich sein, es muss öffentlich finanziert werden und es muss durch öffentlich eingesetzte Kontrollgremien, die unabhängig sind, kontrolliert werden. Freie Forschung, die frei finanziert werden müsse, ohne Global Players wie Amazon, fordern die Cyber Valley-Gegner. Außerdem wird auch schon seit geraumer Zeit eine Zivilklausel gefordert, die ethische und moralische Belange klären soll. Die Forderung für eine Zivilklausel ist schon bei der ersten Gemeinderatssitzung zur Optionsvergabe für Amazon selber eingegangen. Die wurde belächelt, als hieß es, das kann man nicht machen. Jetzt wird darüber diskutiert und es soll sowas wie eine Ethik, eine Ethikformel geben, die aber weder rechtsbindend ist noch verbindlich ist. Und das ist dann für uns ein reines Schönheitsprogramm, so kann man es vielleicht auch ausdrücken, ja, dass alle Leute beruhigt sind. Wir haben ja eine ethische Formel, aber die ist letztendlich überhaupt nicht bindend. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Durch Amazon und weitere Global Players könne außerdem auch die Stadtgesellschaft deutlich geschädigt werden, so Rosenkranz. Wenn man das in den USA sieht, in kleineren Städten, da hat Amazon schon ein gutes Miteinander kaputt gemacht, weil Lebenshaltungskosten steigen, weil die Wohnpreise steigen etc. Die Kundgebung auf dem Holzmarkt ist die erste in diesem Jahr. Das Bündnis gegen das Cyber Valley plant aber viele weitere Veranstaltungen. Auch der Student Aliren Renkliös, der zu den Besetzern des Kupferbaus im Dezember gehörte, ist mittlerweile Mitglied des Bündnisses und will auch weiterhin die Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Neben der Umsetzung ihrer Forderungen wünscht er sich vor allem eines. Zuallererst einfach, dass der Protest nicht abebbt, dass wir genauso wie heute weiter in großer Zahl am Start sind, informieren und unsere Punkte durchsetzen. Das ist das Ziel. Also kein Cyber Valley. Proteste, Kundgebungen und die Kontaktaufnahme mit den Leuten vor Ort. Maßnahmen, um noch mehr Leute für ihre Sache zu gewinnen, um letztendlich vielleicht doch noch ihre Forderungen durchsetzen zu können.